Sawadee Krab und herzlich willkommen zu dieser Lektion. Vielleicht ist dir die Doppelschreibung von Rohrrör schon hier und da mal aufgefallen. Die Bezeichnung dafür ist übrigens Rohan, Rohan. Dieses Doppel-R, so bezeichne ich es mal, hat vor allem seinen Ursprung aus dem Altindischen, dem Sanskrit. Und deswegen kommt es auch in vielen Vokabeln vor, die schon ein bisschen älter sind. Es ist aber nicht so, dass wir das einfach ignorieren können, denn wir brauchen es doch schon, wenn wir uns in Thailand bewegen oder mit Thais sprechen und vor allem natürlich auch, wenn wir Thai lesen und schreiben wollen. Damit du in Zukunft nicht so auf verlorenen Posten stehst und nicht weißt, wie spreche ich jetzt das RR eigentlich aus, lernst du die beiden wichtigsten Regeln dafür in dieser Lektion. Und falls dir noch mehr Wörter einfallen oder du mehr Wörter kennst, die Rohan beinhalten, dann schreib es sehr gern am Seitenende in die Kommentare. Wer weiß, vielleicht bekommen wir da ja mal mit der Zeit eine richtig umfangreiche Sammlung zusammen.